Hab ich da gehört? 3 Tage keine Horrorgames? Jetzt reicht es! Tag Leute, ich bin's wieder. Der Typ, der auf deinem Dachboden rumpoltert. Während er auf der Suche nach dem ist, was auf deinem Dachboden rumpoltert. Babylein ging allein in den kleinen Gang hinein. Man nennt mich auch den Deluminator der Indie-Horrorwelt. Also ich will ja nicht behaupten, dass ich es war, der in allen gruseligen Gebäuden überall auf dieser Welt die Taschenlampen geklaut hat. Aber wart ihr schon mal in einem Lost Place und habt dort eine Taschenlampe gefunden? Siehste? Eure Eltern sagen euch auch nur, es gibt keine Geister, weil ich schon da war, um aufzuräumen. Und keine Angst, meine Dienste sind natürlich vollkommen kostenlos. Achso, den halt im Kleingedruckten steht, es kostet einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesem Kanal. Aber wenn er das nicht da lässt, ist es auch nicht so schlimm, dann gibt's halt... Wunderschöne, tödliche Hunde. Ist aber alles nichts gegen das Videospiel, auf dessen Fun-Faktor ich fortan erpicht zu sein pflege. Zoonomaly ist euer Top-Vorschlag dieser Tage. Und da geh mal rein, wie in deine... Und for real, ich weiß noch gar nichts davon. Was ich aber sehen kann, ist, dass das Monster-Design eine wirklich arschgeile Nummer zu sein scheint. Tödliche Wunden. Und da so viele gesagt haben, ich muss mir das unbedingt mal anschauen und darf es auf gar keinen Fall verpassen, nehme ich euch jetzt alle mit. Viel Spaß. Hallo, neuer Rekrut. Herzlich willkommen. Deine Mission lautet folgendermaßen. Ein Zoo wurde von Monstern aus einer anderen Dimension übernommen. Klassiker. Die werden Blumorda genannt. Irgendwer hat den Schlüssel zu der Tür zerbrochen und ich muss 20 Shards einsammeln, die hier überall verstreut sind, um diesen Key wiederherzustellen. Und auf meinem Weg alles aufhalten, was wiederum mich aufhalten möchte. Oh Gott, jetzt sag doch nicht, ich muss durch ein Labyrinth, ey. Jetzt darf ich auch nicht noch selbst verloren gehen und muss währenddessen finden, was verloren gegangen ist. Das ist keine gute Ausgangslage. Zu meiner Hilfe habe ich allerdings diese mega geile hippie-mäßige Blumenkanone. Die kann Monster und physische Objekte von mir weg, argumentativ überzeugen, würde ich sagen. Und er hat irgendeinen Scanner, womit ich versteckte Dinge sehen kann. Stay away. Ich habe noch niemals einen Hinweis so ernst nehmen wollen wie jetzt, muss ich sagen. War das wirklich das einzige Jobangebot, was noch irgendwie available war? Oder war ich in der Schule denn so schlecht? Finde eine Glühbirne für dein Blumen-O-Bang. Okay, wo soll denn hier eine Glühbirne sein? Also ich habe echt überall geguckt, ich finde keine. Oh, wow, hier ist eine. Okay, wow. Da können wir jetzt hier mal das Magazin gleich mal aufladen. Und nun blase ich durch die Tür wie... Wenn meine Freundin sagt, ich bin im Schlafzimmer, komm rüber. Aha. Okay. Das Ding hat ja mächtig Wumms. Wie ich in eben besagtem Szenario. Aber lass uns das nicht vertiefen. Ich habe das Gefühl, es gibt diverse Zähne, die sich in Sachen von mir vertiefen wollen. Seth, geh nicht so dicht dran, sonst sortiert es dich nach Slytherin. Benutze dein Bloom Spectrum Screen, um herauszufinden, welcher Hebel die Tür öffnet. Verstehe. Das brauche ich gar nicht, weil ich weiß, es wird der hier sein. Das Spiel hat keine Chance gegen mich. Absolut nicht. Warte mal, wie sieht denn das aus? Verstehe. Nice. Es tut mir ein bisschen leid, ich versau schon wieder alles. Kommt öfters vor. So, meine Freunde, dann lasse ich euch in Anführungsstrichen hübschen mal alleine. Und werde Zeuge des großen Spaßes, der sich hier gleich vor mir auftun wird. Wehe, ihr veralbert mich hier und das ist eine Katastrophe. Nee, es macht schon mal einen sehr spaßigen Eindruck tatsächlich. Here, my children, live! Oh Gott! Irgendwer hat die FPS geklaut, sie in den Käfig eingesperrt und die werden von nun an von üppigen Kindern mit Brotkrumen beworfen. Was soll das? Gib die mir zurück! Oh, ist ja aber nicht alles sehr einladend, muss ich sagen. Kann ich hier an diesen Ständen irgendwas machen oder kommt das irgendwie später? Tritt den Lampenpfosten? Was? Wieso sollte ich... Ja,
Als ob die da nicht kaputt geht. Natürlich. Warte mal, wir haben doch eine so eine Birne irgendwie verwendet gerade, ne? Diggi, wir sorgen jetzt hier für Dunkelheit, bis das Magazin voll ist. Ich hoffe, das backfired nicht und ich habe davon keinen Nachteil. Dankeschön. Ein kleiner Kick noch. Diggi, was sind denn das für Sounds? Kann man jemand den Elefanten füttern? Boah, Alter. Okay, na dann mal rein in die gute Stube hier. Stay away from my children. Oh, das kann ich dir nicht versprechen. Ja, die Kinder bleiben auch nicht wirklich weg von mir. Hallo? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas gehört. Aha, okay. Muss ich da wieder durchblasten oder was? Oh nein, da kommt der große Schlüssel rein. Ah, und ich muss jetzt hier links und rechts suchen. Oh Gott, da ist eins von denen. Yikes. Warte mal, das X markiert den Schatz. Muss ich da irgendwie hoch? What the hell? Ey, wie kann ich das verstehen? Sind diese Strahlen, ist das überall, wo ein Schad ist? Oh, nee. Oh. Ich habe hier sozusagen verschiedenste... Moment, wie ist das Spiel aufgebaut? Z. Ich habe hier verschiedene... Safe Zone. Wieso Safe Zone? Soll ich dir das wirklich glauben? Hier gibt es auf jeden Fall Glühbirnen. Hier ist ein Kreuz. Aber was sagt dieses Kreuz? Was muss ich da machen? Und vor allem, was ist mit ihmchen? Das ist doch nicht... Jo, kann der Schilder lesen, wo Safe Zone draufsteht? Oder hat er es noch nicht mitbekommen? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht muss ich ja so ein kleines, kleine Jump-and-Run-Action bemühen oder so. Okay, vielleicht gehe ich erstmal weiter und finde ja heraus, was ich machen soll. So. Oder ist nur die Treppe die Safe Zone? Das kann natürlich auch sein. So. Boah, keine Ahnung, ob die freundlich sind. Wait, was war das? Oh, da ist was. Kann auch nicht schnell genug sein. Ach, der kriegt mich nicht. Ivo, Alter. Das fällt ihm gar nicht ein. Das muss ich nie machen. Soll ich da ein Brett hinlegen? Oh, bestimmt. Und dann komme ich hier weiter. Ah, aber die Bretter habe ich noch nicht. Ich glaube, so wird das sein. Warte mal, kann ich den wegblasen? Ich probiere das einfach mal aus. Oh mein Gott. Entschuldigung. Oh, was? Ah ja. Ach, dann habe ich wieder Licht. Oh, das macht ja gar nichts. Hier liegen Bretter. Oh, wieso darf ich denn die nicht nehmen? Sag mal. Hm. Da ist nichts hier auf meinem Screen. Okay, lass mal hier die Glühbirne einsacken. Boah, Alter. Was für ein verrücktes Konzept ist das? Okay, wo finde ich jetzt aber die Bretter? Die hier wahrscheinlich das Spiel bedeuten. Das weiß ich noch nicht. Finde ich die da irgendwie drinne? Oh, Alter! Was bist du denn? Catnap auf Fisch bestellt? Oh, das darf nicht so dicht ran, Alter. Das habe ich noch viel größere Sorgen als Slytherin. Boah! Warte mal, ich muss die Bretter doch gar nicht finden. Ich kann die doch bestimmt umwerfen. Dafür sind doch mit Sicherheit die Kreuze. Oh, das Ding ist aber schnell da. Okay, Moment. Kann ich mich erst in eine ungefahrenvolle Situation begeben? Halt so... Oh mein Gott! Ein bisschen weiter weg hier so von alle. Ah, das ist deine Sicht. Da brauchst du doch nicht heulen, Alter. Warte mal. Soll ich das... Nee, ich verschwende das mal nicht. Ich weiß nicht, wie knapp hier Ressourcen sind. Was ist denn hier eigentlich los? Darf ich da nicht rein? Ist da die Kantine? Oh, nichts Schönes darf ich haben wieder. Okay, Moment. Kann ich mal so ein Ding irgendwie umwerfen? Warte, wo kann ich mal... Kann ich hier rein? Oh, mit Sicherheit.
Ist die Luft hier rein, ist die Frage. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, nice. Oh, habe ich da nur eine bestimmte Zeit? Nein, das klappt nicht wieder hoch. Oh doch, was? Okay, aber wo kommst denn du dann her? Damn. Aha. Es ist wirklich so eine Jump-and-Run-Sache hier. Oh, ich verstehe. Also ich würde gerne ein bisschen besser verstehen, aber... Ja, wo ist denn so ein Schad, sag mal? Das weiß ich jetzt hier immer noch nicht. Hier hätte ich gerne irgendwie ein Brett. Aber es ist kein Star. Oder ist ein Star, wenn ich... Oh, was? Ach so! Oh mein Gott! Da ist ein Schad. Also 100%. Ich muss 20 von diesen Dingern sammeln. Das ist ja insane. Aha. Tja. Also irgendwie nützt mir das hier nicht so viel. Boah, jetzt haben wir aber die Grundmechaniken ja schon mal hier irgendwie erfolgreich rausgefunden. Das heißt, es ist sozusagen ein Sammelsurium aus die Dinger, die ich umschuppen muss und... Ja, die Bretter, die ich hier generieren kann über diesen komischen Sensor. Okay, kapische. Oh! Alright! Das katapultiert mich nach oben. Jo, ich verstehe. Boah, schaffe ich diesen Sprung? Ey, nie im Leben, Alter. Boah, weiß ich jetzt nicht. Damn. Boah, das würde ich bezweifeln. Das würde ich wirklich bezweifeln. Oh, wo kommen wir da hin? Da müsste ja prinzipiell... Könnte ich von da, dann darauf und dann hier und dann würde ich da wahrscheinlich runterspringen können. Wie kommen wir denn aber dahin zur Hölle? Boah. Nee, von hier aus wird das nichts. Warte mal, wie hoch kann ich denn springen? Ah... Ich glaube, das reicht nicht. Entschuldigung? Okay, also diese also die Aktion hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Warte mal, das machen wir nochmal. Autsch. Ah, wir haben dann halt nur eine Glühbirne noch danach. Kriegen wir das hin? Warte mal. Aber man sieht halt nichts. Warte. Zack. Ui. Oh, das ist nicht der Punkt, wo ich hin will. Oh, warte mal, vielleicht doch. Warte. Nee, das nützt nichts, ne? Wir können das nicht mehr sehen, oder doch? Oh, warte. Uah. Aha. Uha. Das ist alles auch so ein bisschen wonky hier. Hopp. Von hier aus können wir bestimmt das Chart-Ding da holen. Hopp. Oh mein Gott, das war aber knapp. Okay, 1 von 20. Und ich darf nicht einmal gefressen werden? Ist das richtig? Nee. Was, seid ihr euch da sicher? Okay. Gut. Ich habe eine Schart. Ich habe mir auch ein bisschen die Hosen voll geschartet hier gerade. Okay, wunderbar. So, gib mal das Ding her. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Man ist halt echt dann wirklich komplett ohne Licht. So, lass uns das mal hier wieder aufladen. Das heißt, wir dürfen uns das auch eigentlich nicht erlauben. Oh. Oh Gott, der läuft ja hier rum. Was ist das denn für ein cooler Hut, Diggi? Oh nein! Oh, Alter, was? Was war denn mit ihm? Holy shit! Wer ist er? Oh! Nimm dies! Let's go! Nein, er kommt!
Tja, das sind die Regeln. Hier ist Zick. Das ist keine Chance. Okay, ja, sehr, sehr lustig. Wirklich. Okay, let go, let go. So, wo ist denn der Schad hier? Wo ist er denn? Da oben. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer, oder? Da muss man ja bloß hier rauf sich dann dahin katapultieren. Ich glaube, da brauche ich nicht viel, viel Schmackes hier. Da reichen sogar die zwei Birnen, die ich noch habe. Und die zwei Gehirnzellen. Die mir auch noch gerade so vergönnt sind. Okay. So, guck mal her hier. Das sollte eigentlich passen. Könnt's dann nur leider nicht richtig sehen, ne? Komm schon. Bam! Huh! Autsch! Tat mir das weh? Okay, zwei Stück habe ich. Oh. Oh, okay. Ey, dass hier draußen einer rumläuft, das mag ich gar nicht. Na, dankeschön. Jo, ich brauch Licht. Ich brauch Licht. Lass mal hier eine rausnehmen. Ich weiß nicht, ob das im Dunkeln leuchtet. To be honest. Nicht, dass ich das nachher nicht mehr finde. Das ist vielleicht auch ein bisschen unwahrscheinlich. Ich sehe hier ja, ob hier noch Shards sind, glaube ich. Mithilfe dieses Scanners. Ich wünschte mir, die würden das updaten hier. Und dann könnte das von hier außen besser sehen. Okay, hier habe ich das ja auch geholt. Wahrscheinlich habe ich mit einem der schwierigsten Sachen sogar angefangen. Oder auf jeden Fall zumindest mit keiner leichten. So, Dankeschön. Nee, das ist der Dude. Boah, ich will das nicht verschwenden, Alter. Nicht schneller? Oh Gott! Was? Wie viel habe ich? Wie viel Shards habe ich? Zwei. Das speichert also? Safe game. Ja, ich will das speichern, Alter. God damn! Was zur Hölle? Geh weg, Alter. Ich möchte nicht dein Freund sein. Ich weiß. Das muss furchtbar witzig sein. Okay, ich habe zumindest wieder volle Shards. Boah, der jagt dich ja hier auch übelst. Und hier sind wirklich keine? Hier sind keine Monster mehr. Pickup Bulb. Nee, brauche ich gerade noch nicht. Oh, da, doch da ist jemand. Oh, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Muss ich den wirklich wegblasen? Okay, komm. Der ist sowas von gleich wieder am Start. Oh, das juckt ihn nicht. Das juckt ihn gar nicht. Okay, wenn ich nur weit genug wegbleibe, dann ist okay. Boah, das ist ein Stress. Okay, gut. Die funktionieren ja alle ein bisschen unterschiedlich. Wo ist denn hier der Schad? Der ist da ganz oben. Boah, ich glaube, die sind schnell. Wenn die mich einmal sehen, ist hier Ritze. Boah, ich wünschte, ich hätte die eine Bulb noch. Oh, Kacke. Okay. Hopp, nicht runterfallen. Oh! Hier ist eine Glühbirne? Oh, thank you. Okay, wo ist das Ding? Da oben? Da oben ist der Schad. Wie ist denn das? Können wir hier... Da muss ich hier einfach, ne? Wie ein kleines Katapult bauen. Komm, mach hin! Uah! So eine Kacke. Ah! Oh no, die warten da schon. Oh, den Spur werde ich so verkacken. Oh Gott. Yes! Autsch! Oh Gott! Hab ich das wirklich geschafft? Hab ich's getan? Hatten die einfach Mitleid mit mir oder was ist passiert? Oh nee, da kommt El Duderino. Wow.
Oh, halt's Maul. Oh, das sind mehrere. Wieso gibt's da so viele von? Oh, ich will den nicht. Ich will weg von denen, wenn ich ehrlich bin. Oh. Boah, mach nicht diesen. Also bislang war es eigentlich relativ einfach noch. Es dauert halt ein bisschen. Warte mal da, das sieht auch relativ easy aus. Hier oben ist auch noch eine. Oh nee, da will ich nicht. Okay, was haben wir da denn Schönes? Was ist denn das? Ah. Da hinten. Boah, wie soll das funktionieren? Das sind auf jeden Fall Hebel. Oh, das lässt den frei. Oh, I see. Oh, shit. Okay, Moment. Wo ist das Ding hier? Wo ist das? Ach, da! Da unten. Muss ich dazu alle Hebel? Oder nur die richtigen? Dings, ich... Shit. Ich weiß es nicht. Moment. Kann ich den nochmal ziehen? Nee, das ist wahrscheinlich der falsche. Der hier ist nicht markiert. Means. Das ist also auch nicht der richtige. Aber seht ihr irgendeinen, der... Weiß nicht, so ein Kreuz hat oder so? Ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Pull lever. Ja, das nützt mir aber nichts, glaube ich. Okay, to be honest, ich habe das Ding jetzt befreit. Warum spawnt ihr direkt bei mir? Oh mein Gott, ist das ätzend. Ich will euch nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, bitteschön. Oh, ich sehe nichts! Oh! Oh, Alter! Was? Was ist mit dem Game los? Oh, ich will hier nicht sein. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. LOL! Okay, in irgendeiner Safe Zone. Okay, da oben ist noch eins. Boah, ich will die alle nicht holen. Ich will die alle zum Kotzen. Oh, verdammt nochmal. Okay. Was ich jetzt am meisten brauche, ist ein wenig Licht. Ich hoffe, der Typ da sieht mich nicht. So, wenn ich den Hebel ziehe, was mache ich denn dann? Hm. Oh, guck mal, die warten da schon. Die rennen schon wieder auf mich zu. Die sind ult. Die sind brutal, Alter. Okay, wie komme ich da hoch? Kann ich von da aus dahin jumpen? Das glaube ich gar nicht. Irgendwie glaube ich das nicht. Dass ich so hoch komme, meine ich. Ich kann halt versuchen, hier mal dahin zu kommen. Okay, komm, jump. Hopp, so, jetzt bin ich zumindest schon mal hier oben. Jetzt können wir... Warte mal. Von hier aus? Oh, schaffen wir das? Boah, da wäre ich mir aber nicht so sicher, Alter. Also wenn, dann hier vom Brett. Ich glaube es irgendwie nicht. Nee. Oh! What? Der Sprung war ein bisschen zu hoch, glaube ich. Okay, nee, das war nicht gut. Wir müssen vielleicht mal den Hebel ziehen. Oh, shit! Wo fährst du hin? Oh, das verändert hier einiges. Oh, das verrückte Ravensburger Labyrinth. Halt's Maul, Alter. For real jetzt. Och, damn. Hopp. Oh nein, kommen wir da überhaupt hoch? Oh ja, wir kommen. Und jetzt kommen wir... Oh, warte mal. Oh, aber gerade so. Meine Fresse. Gut, das sind vier. Oh, wie sie da warten, Alter. Mit ihren tropfenden Zähnen. Wie komme ich denn jetzt am besten wieder raus?
Oh, das ist wirklich zum Kotzen, Alter. Oh Gott. Autsch, autsch, autsch. Oh Gott. Lecco mio. Geh weg! Let's go! Oh nein, er kommt! Junge, das Vieh ist so anstrengend! Ich schwör! Was, Alter? Ey, zum Glück verliere ich die nicht, dann würde ich hier einen richtigen Ausraster schieben. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Es kommt. Es kommt, by the way. Es hat doch nichts anderes zu tun. Scheiße. Okay. Hi. Oh, danke, dass du mich woanders rausgeworfen hast. Boah, es gibt so Punkte, da checkt das Spiel. Ey, ich bin... Nevermind. Ich hab nur noch eines von denen. Ich sag's nur. Oh nein! Wie zur Hölle! Die spawn-trappen mich übelst! Oh, go away! Oh nein! Ah! Entschuldigung. Okay. Okay, so können wir entkommen. Okay, ist gut. Ich gehe dahin. Oh mein Gott, was ist das? What? Boah, du Scheiße. Oh no. Boah, da muss ich da zu den Typen hin, ne? Oh, Kacke. Damn. Ich muss kurz warten. Let's go! Oh, pick up Bade? Oh, nein! Oh, come on! Oh, ich dachte, das wäre so halbwegs safe zumindest. Da liegt auf jeden Fall eine Glühbirne, aber das Problem ist... Oh, jetzt ist der Typ da oben, was? Ich bin sowas von nicht ready. Ach du Scheiße, was ist da hinten los? Oh mein Gott. Okay. Wow. Einfach nur wow. Das Spiel ist ja heftig. Oh. Excuse me! Meow. Okay. Kann ich bitte... Wow! Nice. Die Kacke braucht zu lange zum Nachladen und zum wieder... Nein, ich wollte keine verschwenden. Boah, das Spiel ist erfreulich. Nein! So eine Scheiße. Ich will nicht Dauerglühbirnen sammeln, Mann. Nein! No! Was mache ich? Oh nein. Oh Gott, Hilfe! Dieser Stand dauert auch echt zu kurz. Es tut mir leid, es ist zu kurz. Jetzt muss ich es. Oh, ich habe nicht genug Bulbs. Ich sehe nichts! Ach, scheiße, diesen Kissen. Damit wenigstens mein Arsch irgendwie so ein bisschen weich landet. Ja, das wird mir nichts nützen hier. Das ist nämlich das Problem. Oh, warte mal, da ist was. Jo, wie komme ich denn da hin? Also da oben. Wait, ach, da oben ist gar keins. Das ist da drüben. Moment. Wie komme ich denn da rauf?
Boah, da muss ich schon von da oben springen, ne? Oh, ich hab da ein echt komisches Gefühl bei. Okay, ich muss da drauf. Aber wie komme ich da drauf? Oh, warte mal. Autsch! Okay. Und nu? Warte mal, da oben? Aber wo komme ich denn dann hin dann? Boah, ist das unübersichtlich. Am besten dahin, da drauf und dann da hoch. Und dann könnte ich da irgendwie drauf springen. I don't know. Oh, ah, hier sind zwei Bretter. Ah, ja, dann muss ich da hinten hin. Right. Ich habe halt nur nicht mehr viele Bulbs. Beziehungsweise gar keins mehr. Boah, das ist ja ein verrücktes Game. Boah, ey, tut mir leid, aber ich glaube, das ist mir zu stressig. Das ist ein bisschen unfair. Ich wünschte mir, der Stun von so einer Glühbirne würde irgendwie länger halten. Und die Aufladezeit wäre nicht so radikal. Weil du kannst eigentlich nicht spontan reagieren. Das ist das Problem. Also ich finde, dadurch, dass die Monster so schnell auf dich reagieren, muss deine Kanone eigentlich schneller aufladen, wenn der Stun nur so kurz ist. Aber eins von beiden müssten die verändern. Und das Ding ist, du siehst halt nichts, wenn du eine Birne sprengst. Du bist halt blind. Und ich sehe nicht, wo ich da auf dem Brett bin. Und diese Animationen dauern irgendwie extrem lange. Und das ist so, ich verstehe, es soll halt nicht zu einfach sein, aber das ist ein bisschen sehr anstrengend tatsächlich. Ey, aber krasses Spiel, also sehr einzigartig, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich habe jetzt vier, glaube ich. Das ist erstmal okay. Warte mal, ich respawne mal. Ich save mal das Game. Vielleicht kommen wir da in einer eventuellen zweiten Runde ja noch ein wenig weiter. Und dann gucken wir mal. Vielleicht gucken wir uns das nochmal an. Das liegt so ein bisschen an euch. Aber wir haben jetzt erstmal so unsere ersten Gehversuche in diesem Zoo hier gemacht. Ja, schreibt eure Meinung gerne mal unten rein und dann sehen wir uns. War auf jeden Fall lustig, egal wie weit wir es geschafft haben. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.